Etwas Königliches entsteht in einer kleinen Werkstatt in Sendling. Eine Karosse für ein Prinzenpaar, heißt es. Aber nicht für irgendein Prinzenpaar, sondern für das der Narrhalla. Der diesjährige Prinzenwagen der Münchner Faschingsgesellschaft ist erstmals voll elektrisch. Einmal natürlich wollen wir nachhaltig sein, wir wollen mit der Zeit gehen, wir wollen umweltbewusst sein, auch im Fasching. Und auf der anderen Seite ist unser Faschingsprinz heuer Entwickler von Elektrofahrzeugen. Und da haben wir uns gedacht, das passt ja wunderbar. Letzte Details fehlen noch an dem Fahrzeug, bevor es am Samstag erstmals im Einsatz ist. Da werden nämlich Steve der Erste und Ulrike die Erste gekrönt. Nach zweijähriger Enthaltsamkeit vom Münchner Fasching, jeder weiß ja warum, wegen Corona, haben wir uns gedacht, wollen wir es mal jetzt richtig wieder zeigen, dass in München der Fasching wieder zurückkehrt und richtig da ist, der Münchner Fasching, und haben ein 5-Stunden-Programm aufgestellt. Und da wollen wir richtig für Wirbel sorgen auf dem Marienplatz. Es wird am Samstag ab 10 Uhr also bunt und laut im Herzen Münchens. Bis Aschermittwoch hat der Prinzenwagen aber noch deutlich mehr Dienstfahrten vor sich, alle mit einem übergeordneten Ziel. Viel Lachen, viel Tanzen, viel Motivation und viel Strahlen einfach an die ganze Bevölkerung Münchens zu vermitteln. Ganz viel tanzen, Spaß haben und auch Menschen erreichen, die halt nicht am Fasching teilhaben können. Und da freuen wir uns ganz besonders. Den königlichen Wagen, der in den kommenden Wochen also Freude verbreiten soll, darf die Narrhalla übrigens kostenlos nutzen. Warum ich ein Auto kostenlos der Narrhalla zur Verfügung stelle, ist, weil wir alles Künstler sind, weil ich kein Autohersteller oder Autohaus bin, sondern auch Künstler. Und ich kenne die Narrhalla sehr lange und wir sind sehr verbunden miteinander, arbeiten schon lange zusammen. Und dann hilft man sich einfach gegenseitig. Doch wer genau sieht, merkt, etwas fehlt noch. Ja, das ist die Krone, die steht noch im Lager. Die wird dann ab morgen, ab der Intronisation, wird die aufs Fahrzeug gesetzt. Heißt, noch vor dem neuen Prinzenpaar wird also das Auto gekrönt.